Was geht ab, meine Z-Fighter-Hose hier? Und in Dragon Ball Legends haben wir nun die neueste Version 1.23.0. Wir werden uns gleich die neuesten Informationen dazu ansehen. Aber was hinzukam in den Daten, haben wir aus den Data-Minern hier an der Stelle. Shoutout an DBZ Space und an Dragon Ball Legends Reddit. Ich werde die Links in die Beschreibung setzen. Nämlich, wir haben die neuen Vorlagen für die neuen Charaktere. Und darunter ist auch quasi der Free-to-Play Broly, von dem wir quasi schon wissen, dass er kommen wird. Das ist der hier. Aber auch ein neuer Broly, Freunde. Und zwar hier unten links seht ihr den. Genau, bei mir das. dieser Broly unterscheidet sich von dem hier. Wir wissen ja, dass der hier auf jeden Fall Free-to-Play-Charakter wird mit einem neuen Stage kommen wird. Jedoch ist diese Stage oder sein Event noch nicht im Spiel, Freunde. Ich schätze, das wird in den nächsten Tagen passieren. Denn der Dragon Ball Super Broly Login-Bonus, der geht bis morgen. Vielleicht erscheint er dann morgen direkt mit seinem Event. Oder spätestens oder am Freitag, weil Freitag ist der Filmrelease in Japan, aber auch die Premiere in USA läuft. Ich glaube, die Hollywood-Premiere. Heißt so, demnächst sollte auf jeden Fall dieser Free-to-Play Broly kommen. Dieser Broly, Freunde, den ihr hier seht, das ist ein anderer Broly. Das ist nicht dieser Broly, auch wenn man den Anschein nehmen könnte, vielleicht von dem Artwork her, von dem Free-to-Play Broly, dass er vielleicht eine Transformation haben könnte und dass der dann quasi zu dem hier wird. Könnte man annehmen, habe ich auch angenommen, aber dann habe ich eben auf dieser Liste hier, das ist die Vorlage zu den Charakteren im Spiel, aus dieser Liste habe ich dann geschaut, ob dasselbe mit Charlotte ist. Ja, ob wir haben ja Baseform Charlotte und dann ob es quasi auch eine extra Vorlage gibt für einen Super Saiyan Charlotte. Und da wurde ich nicht fündig, sage ich mal. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass quasi ein neuer Broly sein wird, der Dude hier, und ein Summonable Broly, weil wir wissen auch schon von den Data-Minern, dass quasi ein Summonable Broly kommen wird mit einem Gogeta. Wann das aber passieren wird, wann quasi ein neues Banner kommen wird mit den neuen Charakteren, das wissen wir noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ich könnte mir aber vorstellen, dann ähnlich wie in Dokkan, nächste Woche am 21. zu mehr oder weniger Weihnachtsbeginn, könnte ich mir vorstellen, dass dann quasi auch ein Christmas-Banner raushauen, auch in Legends, mit dem neuen Broly, mit einem neuen Gogeta. Und dieser Broly hier, Freunde, der sieht für mich auch wirklich so aus, als wäre es, sollte ein anderer, neuer Sparking Broly sein, meiner Meinung nach ein Summonable, weil von dem wisst ihr auf jeden Fall, das ist ein Free-to-Play Broly, sollte die Tage kommen. Aber der sieht für mich anders aus, das ist ein total anderer Charakter, wie gesagt, das haben wir gerade besprochen, auf den bin ich auch auf jeden Fall gespannt. So viel erstmal zu. Also dazu, Broly ist schon in den Daten, ja, sowohl der Free-to-Play Broly als auch dieser Super Saiyan Broly, aber noch nicht im Spiel, sollte die Tage alles erscheinen. Sobald es erscheinen wird, werden wir uns das natürlich dann genauer ansehen. Was kam aber noch hinzu, Freunde, wenn wir uns das ganz provisorisch mal angucken dürfen, wir haben auch neue Summon-Animationen, wir haben neues Layout, bevor wir darüber springen in das Spiel selbst, lasst es mal ganz hier betrachten. Legends Reddit, Freunde, ich kann euch Legends Reddit auf jeden Fall empfehlen, aber auch Legends.dbz Space für Informationen, da kommen wirklich immer neue schöne Sachen rein, auch witzige Sachen manchmal ab und zu, ist wirklich eine schöne Seite, da wird sehr viel gesammelt. Hier einer, es gibt auch schon, es gibt neue Summon-Animationen, Freunde, es gibt nämlich neue Summon-Animationen, die wollte ich euch auch zeigen, aber ich habe selbst noch nicht alle neuen Summon-Animationen gesehen, das hat alles hier gesammelt. Auch hier in den Kommentaren könnt ihr gerne uns wissen lassen. Ich werde da quasi einen Tweet erstellen, einen angepinnten Kommentar. Da können wir uns dann untereinander selbst sagen, welche Summon-Animationen bei euch erschienen sind. Bei mir ist noch keine getriggert, beziehungsweise habe ich bei einem gradierten Spartan-Ticket von heute Morgen meine Summon-Animation geskippt. Könnte sein, dass da vielleicht was gekommen ist, aber hier die Menschen oder die Leute, die User hier, die tun auf jeden Fall schon alles fleißig posten, ihre neuen Summon-Animationen. Zum Beispiel haben wir hier folgende Summon-Animation, Freunde. Super Saiyan 3 Goku mit der Dragon Fist ist auch Spartan garantiert, ist auf jeden Fall sehr cool. Wie gesagt, wenn ihr neue Summon-Animationen habt, die wir noch nicht kennen, lasst uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, unter dem angepinnten Kommentar, Freunde. Da können wir auf jeden Fall alles sammeln. Aber schaut euch mal die geile Animation hier an der Stelle an. Ist richtig geil. Dazu kam dann noch eine weitere, was ihr schon ein bisschen wisst jetzt, ist Vater-Sohn-Galligan, Freunde. Vater-Sohn-Galligan gibt es auch. Neue Landschaften wurden hinzugefügt bei den Gebieten, beim Kämpfen. Wir haben die Eislandschaft aus dem Dragon Ball Super Broly-Film und wir haben Planet Vegeta, Freunde. Wenn ich mal ganz kurz provisorisch meinen Bluestacks hier so aufpoppen dürfte, Freunde, ganz provisorisch, damit wir uns ganz kurz die neuen Informationen ansehen zu Versionsupdate 1.23.0. Es gab am Layout wurde was geändert, am User-Interface, das gucken wir uns gleich an, das finde ich wirklich sehr cool. Aber so außerhalb davon, was wichtig ist, ist noch zu der Hauptstory Teil 2, Kapitel 5 schwer wurde hinzugefügt. Ansonsten haben wir die neue Season. Aus der neuen Season 15, eine Super Dimensionsduell, können wir Extreme Bardock erfarmen. Also das finde ich wirklich gut, weil Extreme Bardock ist ein guter Charakter. Also den könnt ihr auf jeden Fall erfarmen. Natürlich durch die Abenteueraufträge aus den, sei es Normals, also
oder Ranks aus dem PvP, aus dem Online-Matchmakings. Könnt ihr auf jeden Fall machen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil er ist gar nicht mal so schlecht, ist wirklich ein guter Extreme-Charakter. Wir haben eine neue Ausrüstung und dann könnt ihr euch gerne mal abchecken, welche neuen Saisonbelohnungen und Ranglistenbelohnungen es gibt zu der neuen Season, aber es sind mehr oder weniger dieselben. Wir haben einen neuen Scout-Kampf, Freunde, kann ich auch empfehlen. Hier könnt ihr euch den Bardock auch aus der Stage erfarmen, sofern, glaube ich, er zum... Gucken wir mal, ob er einmalig droppt. Und ihr seht schon, das neue Interface, das gucken wir uns gleich an. Die haben das hier quasi noch separat aufgeteilt. Das finde ich sehr cool. Gucken wir uns mal so an, bevor wir direkt ins Scout-Kampf gehen. Nämlich, Freunde, hier im Home-Bildschirm hat sich ein bisschen was geändert. Wir haben hier, wenn ihr hier drauf oder wenn ich zum ersten Mal einlogge, kommt der neue Trailer zum Gogeta-Film. Krank, also da wird auch schon im Spiel selbst ein bisschen Hype aufgebracht. Wir haben ein kleines Foreshadowing zum Dragon Ball Super Broly Film. Ansonsten haben wir hier die Gifts, Mitteilungen und was neu hinzukam im Hauptbildschirm. Selbst haben wir hier die 7 Missionen, die kommt dann direkt über den Button zu den neuen, was heißt neuen oder zu den aktuellen Missionen, Freunde. Wenn das Ganze lädt, dann sehen wir auch das gleich. Und zwar hier. Ja, aber das kennen wir ja schon bereits alles mit den Missionen. Hat sich nichts geändert, nur der Button im Homebildschirm wurde eben hinzugefügt. Außerhalb davon wurde jetzt getrennt in Story, Event und Online-Kampf. Wenn ihr auf Menü klickt, sieht das auch noch ein bisschen anders aus. Wir haben hier einen Story-Button hinzubekommen. Das gucken wir uns auch alles näher an. Ja, wie gesagt, wenn ihr jetzt auf Story klickt, dann kommt ihr auf die Story. Ganz simpel, wurde aufgeteilt in normal und schwer. Ich finde es ein bisschen frisch, finde ich. Ich finde es modern, hat was Gutes, finde ich, das Layout. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr davon haltet. Dann könnt ihr euch ja auch eure Abschnitte wählen und so und so fort. Ich finde es cool auf jeden Fall. Vom Home-Menü kommt man auch auf die Events. Wie gesagt, das wurde separiert. Außerhalb darf genau Scout-Kampf, das wollte ich sehen. Ob man den First Shine nur bekommt von der Belohnung? Nee, tatsächlich, okay. First Shine sind immer nur Siegkristalle, aber ihr könnt ihn ja auch erfarmen. Also würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, hier reinzugehen, die Stage zu machen, den Bardock zu erfarmen. Er ist wirklich gut. Ist quasi hier an der Stelle jetzt ein Free-to-Play-Charakter. Und wenn ihr alle Stages, die neu hinzukamen, nur mit einem Bardock-Charakter abschießt, Freunde, das ist, könnt ihr auf jeden Fall schaffen, wenn ihr zum Beispiel Sparking Bardock habt, den grünen auf 1500. Dann bekommt ihr jeweils immer 40 pro Stage. Das sind hier quasi 4 Stages. Da könnt ihr auf jeden Fall Kristalle erfarmen. Kamen neue Missionen hinzu, gucken wir uns mal das an. Hier Missions-Section und dann ist noch, bei den Ausrüstungen wurde was geändert. Das sind so kleine Änderungen, die aber das Spielerlebnis ein bisschen angenehmer machen, nämlich... Das gucken wir uns gleich an. Neue Missionen hinzugekommen. Gucken wir mal. Ja, natürlich neue PvP-Missionen. Außerhalb davon. Ja, die neuen Nappen. Nee, eigentlich nicht wirklich. Aber was ich meinte zum Beispiel noch zum Abschluss. Wir werden gleich noch ein Multi raus, weil vielleicht triggert eine Animation. Aber was ich meinte ist, wenn es zur Charakter geht. Und jetzt, wenn ihr quasi eine Ausrüstung ändern wollt, dann wird direkt die Ausrüstung, die dieser Charakter ausrüsten kann, die werden direkt oben angezeigt. Ja, und davor war es so Mischmasch, sage ich mal einfach mal nur, ne? Und jetzt wird das quasi oben angezeigt, die Ausrüstung, die für ihn erhältlich sind. Das finde ich gut. Das ist so eine kleine Änderung, die auf jeden Fall das Spielerlebnis angenehmer macht. Falls ich irgendwas vergessen habe, Freunde, lasst mich auf jeden Fall auch in den Kommentaren wissen. Aber wie gesagt, ich habe meine Daily schon rausgehauen leider und ich habe mein Spartan-Gratin-Ticket auch schon rausgehauen, den goldenen, den wir heute bekommen haben. Und ich habe dann die Animation übersprungen, weil ich dachte, ja okay, ich weiß eh, dass ich einen bekomme. Dann skippe ich das Ganze mal. Hätte ich nicht machen sollen. Vielleicht wäre eine neue Animation bekommen. Gucken wir mal, vielleicht bekommen wir aus den Multi, aus diesen Tickets hier... Ein Spartan-Charakter, vielleicht auch eine neue Animation am Ende des Videos, Freunde. Aber wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch dann dementsprechend gefallen. Das war mehr oder weniger die ganzen Informationen zum neuen Update. Keine Ahnung, ob hier ein Spartan-Charakter kommt oder nicht. Genau, wegen Broly, Freunde. Er ist auf jeden Fall in den Daten. Die Vorlagen zu Broly sind in den Daten. Ich glaube, bis jetzt nur die Vorlagen. Also wir wissen nicht, was er drauf hat, etc. Falls sowas durchgekommen ist, jetzt während ich das aufnehme oder danach, dann werde ich auf jeden Fall einen Link in die Beschreibung setzen. Ja, danke für die neuen Zusammenanimationen. genau das. Ja, schade, schade. In dem Ticketbanner, Freunde, was geht hier ab jetzt? Totaler Lag. In dem Ticketbanner hier, da haben wir auch Ewigkeiten nichts gezogen durch Multis, ne? Oh je, das Spiel crasht sogar. Das Spiel ist sogar gecrashed jetzt. Genau das. Ja, Freunde, es hat wirklich abgestürzt. Blue Sex oder das Game an sich. Aber wir haben aus dem Multi noch nichts gezogen. Also nichts gezogen. Im Beschwörungsverlauf können wir das sehen. Ja, macht nichts, Freunde, so viel zum neuesten Update. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dementsprechend alles näher bringen. Wie gesagt, falls ich irgendwas vergessen habe, lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ansonsten wegen des neuen Summon-Animationen, falls neue bei euch getriggert sind, lasst es uns auch auf jeden Fall sammeln unter dem angepinnten Kommentar. Bis dann wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.